Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Vollmond im Zeichen des Schützen zu einem kurzen, knackigen Tarot-Reading für das Kollektiv der Seelenverbindungen. Ja, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier bei mir gelandet, dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, dass du da bist. Ich sage immer, bevor ich hier loslege mit diesem Reading, dass speziell diese Legung nicht nur für romantische Seelenverwandtschaften oder Seelenpartnerschaften gilt, denn ein Seelengefährte kann dir in allen Bereichen deines Lebens begegnen. Ja, das sind Menschen, die uns meistens eine bestimmte Aufgabe mit ins Leben bringen und darum geht es hier. Es geht also auch nicht darum, was der andere, also der Mensch, mit dem du dich vielleicht seelenverwandt fühlst, an Aufgaben zu bewältigen hat und wie es bei ihm oder ihr im Leben vielleicht gerade aussieht, sondern dieses Reading ist für dich. Es geht um deine Aufgabe im Moment. Und heute am Vollmondtag frage ich natürlich jetzt ganz explizit, welche Energie bringt dieser Schütze-Vollmond ins Kollektiv? Das ist, so wie ich es empfinde, eine sehr schöne Energie, die uns auch eine gewisse Macht verleiht, uns Ziele zu setzen und diese dann auch in die Tat umzusetzen. Ja, wir haben heute um 18 Uhr eine Mond-Session dazu. Da werden wir die ideale Version unserer selbst kreieren und die dann sozusagen auch als Zielvision ins Universum geben. Das ist in den Seelenverbindungen oftmals überhaupt das Mittel der Wahl, wenn es für dich vielleicht darum geht, dich aus einer Situation zu befreien, die nicht gesund für dich ist, ja, in der du dich vielleicht nicht wohlfühlst, wo du genau weißt, eigentlich ist das, was hier stattfindet, nicht gut für meinen Selbstwert, ich fühle mich nicht wohl, diese Verbindung raubt mir Kraft. Dann kannst du dir noch bis Mittag überlegen, vielleicht bei der Session dabei zu sein. Wenn du Interesse hast, schreib mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail. Du findest die Kontaktdaten hier im Textfeld unter diesem Video. Ja, ich werde wie immer eine Karte aus dem Tarot-Deck Feuerherz und Flügelschwert herausmischen. Das ist die Hauptenergie und diese Karte kläre ich dann mit zwei Karten aus dem Golden Rider Tarot. Wenn du sagst, ich möchte dieses kleine Reading mal speziell auf meine Seelenverbindung gelegt haben, dann findest du alle Infos dazu auch hier in der Infobox unter dem Video. Okay, meine Lieben, wir schauen mal heute am Vollmond im Zeichen des Schützen. Worum geht es in den Seelenverbindungen? Worum geht es? Eine Karte bitte. Dankeschön. Oh, hier haben wir die Königin der Stäbe. Wow, das passt jetzt natürlich hervorragend zur Schütze-Energie, Feuerzeichen. Ja, die Königin der Stäbe, das ist eine Königin, die weiß, was sie will. Die setzt ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse um. Ja, und die hat sich bereits aus allen Abhängigkeiten gelöst. Ja, tolle Karte. Ich schau mal, was steht hier auf der Karte. Ich lese mal vor. Feste Entschlossenheit und Klarheit im Inneren, sanfte Anpassung und Stärke im Äußeren, das ist der Weg, etwas zu erreichen. Wow, meine Lieben, also ich bin wieder begeistert. Eine passendere Karte für diesen Vollmond hätte es nicht geben können. Wenn du jetzt als Mann zuschaust, darfst du das gerne als König der Stäbe deuten. Ja, die Geschlechter in den Königskarten dürfen bei den allgemeinen Readings so angepasst werden, dass es für dich stimmt. Dann könnte es sein, dass du vielleicht aufgefordert wirst, das weibliche Element in dir etwas mehr auszuprägen. Ja, aber möglicherweise könnte es auch sein, dass dir hier in diesem Reading heute mitgeteilt wird, dass es für dich eine Frau gibt im Leben, die du als Seelenverwandte bereits wahrgenommen hast, die sich in die Energie einer Stabkönigin hineinentwickelt.
Ja, feste Entschlossenheit und Klarheit im Inneren. Genau darum geht es. Nutze diese Vollmondenergie, ja, die dieser Schütze-Vollmond mitbringt, um dir überhaupt bewusst darüber zu werden, was möchtest du? Ja, gerade in den Seelenverbindungen wissen wir eigentlich meistens ganz genau, was wir möchten. Es fällt uns aber nicht immer leicht, das umzusetzen. Ja, also wenn du beispielsweise in einer Verbindung steckst, wo du spürst, im Grunde genommen müsste ich mich zurückziehen, im Grunde genommen müsste ich Abstand gewinnen. Ja, ich bin zu sehr in Gedanken immer wieder bei diesen Menschen. Dann werde dir wirklich heute klar darüber, wie möchtest du dich in, keine Ahnung, 2 Wochen, 4 Wochen, 2 Monaten, Ende des Jahres fühlen bezüglich dieser Verbindung. Hast du die Aufgabe bereits erkannt, die dieser Mensch in dein Leben bringt? Ja, wie weit bist du schon, diese Aufgabe anzugehen? Und dann heißt es hier weiter, sanfte Anpassung und Stärke im Äußeren, das ist der Weg, etwas zu erreichen. Sanfte Anpassung, das bedeutet für mich, dass du auch versuchst, die Dinge, wie sie sind, zunächst zu akzeptieren, ja, denn es kann gut sein, dass du vielleicht gegen irgendetwas Widerstand leistest, dass du das, was zwischen euch geschieht, nicht annehmen möchtest. Und alles, wogegen wir Widerstand leisten, wogegen wir uns auflehnen, was wir ja sozusagen weghaben wollen, verstärkt sich. Ja, Anpassung insofern, so nehme ich das wahr hier, dieses Zitat auf der Karte, dass du sagst, okay, ich muss damit leben, dass diese Seelenverbindung in meinem Leben ist und dass sie mir die ein oder andere Aufgabe bringt, aber ich besitze jetzt auch die Stärke, das, was ich mir vorgenommen habe, ja, meine Ziele diesbezüglich in die Tat umzusetzen. Und dafür ist diese Energie des Vollmondes wirklich super gut geeignet. Ja, denn der Mond bringt uns jetzt die Kraft, das, was wir erreichen möchten, auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ja, wir mischen uns mal 2 Klärungskarten heraus, hier aus dem Golden Rider Tarot. Warum fällt hier die Stadtkönigin? Oh, das waren schon 2. Die schauen wir uns mal an. Wir haben die 7 Stäbe und das Gericht. Ja, das passt auch sehr gut. 7 Stäbe, nochmal Feuerenergie. Das ist eine Karte, die zeigt einen Mann, der hält hier seinen Stab vor seiner Brust. Der steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und sagt, bis hierher und nicht weiter. Ja, im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck Stand Your Ground für diese Karte. In Verbindung mit dem Gericht, und ihr habt gesehen, diese beiden Karten sind gleichzeitig hier aus dem Deck gesprungen während des Missions, könnte es sein, dass es für dich wirklich in dieser Seelenverbindung, um die es jetzt für dich geht, darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Das Gericht ist eine Entscheidungskarte. Und es ist die Auferstehungskarte im Tarot. Möglicherweise darfst du eine schmerzliche Situation beenden, eine leidvolle Phase in dieser Verbindung zu Ende zu bringen, indem du für dich und deinen Wert einstehst. Ja, so nehme ich das hier wahr. Da die Karten gleichzeitig gefallen sind, habe ich jetzt das Gefühl, wir sollten uns trotzdem noch eine rausmischen. Bekommen wir noch einen Hinweis. Einen Hinweis bitte noch, eine Karte noch für diese Verbindung. Dankeschön. Der Page der Stäbe. Wow, das freut mich. Denn vielleicht hast du gestern mein One-Card-Channeling schon gesehen und da fiel der Page der Stäbe. Und da haben wir eine wundervolle Botschaft aus der geistigen Welt vermittelt bekommen. Da ging es darum, wirklich loszugehen, neugierig zu sein auf das, was kommt, ja, das Alte zurückzulassen und dir auch immer wieder bewusst darüber zu werden, dass die Stagnation, die du vielleicht bislang
erlebt hast oder dass du das, was du dir vorgenommen hast, noch nicht geschafft hast, möglicherweise mit negativen Gedanken in Zusammenhang steht, die du bezüglich deiner Entscheidung oder auch bezüglich dir selbst hegst. Ja, also das könnte beispielsweise so ein Satz sein wie: Ich schaffe es nie, mich aus dieser Verbindung zu lösen. Oder ich komme niemals von diesem Menschen weg. Oder sollte dein Seelenverwandter vielleicht, keine Ahnung, dein Chef sein, ja, dass du so einen Satz in dir trägst wie: Ich kann es meinem Chef nie recht machen. Er wird mich nie wirklich für das loben oder anerkennen, was ich hier leiste. Also es ging in dem Channeling gestern sehr darum, mal ein bisschen die Lupe auf die Gedanken zu halten, die du so täglich in dir trägst. Und gerade in den Seelenpartnerschaften ist es einfach sehr, sehr wichtig zu erkennen, welche Aufgabe bringt mir dieser Mensch denn in mein Leben. Solange du das nicht erkannt hast, ja, wird es dir auch schwer fallen, dich weiterzuentwickeln auf deinem eigenen spirituellen Weg. Ja, das ist sozusagen erstmal die Grundlage, wenn du das Gefühl hast, ja, dieser Mensch könnte eine verwandte Seele sein, herauszufinden, welche Aufgabe bringt er oder sie in dein Leben. Hier, so wie ich es wahrnehme, geht es um Befreiung aus einer gewissen emotionalen Abhängigkeit, denn die Königin der Stäbe, das ist eine Königin, die hat sich aus allen Abhängigkeiten befreit. Und gerade die Seelenverwandten üben manchmal, zum Teil auch vollkommen unbewusst, eine große Macht darüber aus, wie wir uns fühlen. Ja, daran erkennst du auch oftmals die Seelenverbindung, denn diese Macht, die dieser Mensch darüber hat, wie du dich fühlst, die stellst du vielleicht in deinen anderen Beziehungen nicht in diesem Ausmaß fest. Ja, also es kann ja auch jemand im Freundeskreis sein. Nehmen wir an, du hast mehrere Freundinnen oder auch Kumpels, Freunde, und da gibt es jetzt den einen Menschen und der schafft es oder sie schafft es, dich immer wieder zu triggern. Ja, wenn sie oder er etwas Bestimmtes tut oder auch er oder sie etwas Bestimmtes nicht tut, was du erwartet hättest, was du dir wünschen würdest. Und daran kannst du schon ganz gut festmachen, das könnte eine verwandte Seele sein, eine Seele, die aus derselben Seelenfamilie stammt wie du. Und ihr habt euch bereits vor Eintritt in dieses Leben zu diesem Treffen verabredet, ja, weil sie oder er dir etwas aufzeigen möchte. Und das hat ganz oft mit unserem Selbstwert zu tun. Denn die sieben Stäbe, das ist auch so eine Selbstwertkarte, ja. Dieser Mann hier, der steht für sich und seine Werte ein. Der traut sich, Grenzen zu setzen. Ja, der bringt seine Anliegen auf den Tisch. Der sagt, wie es ihm geht, wie er sich fühlt. Und wenn du diese Haltung einnimmst, dann könntest du dich hier einen großen Schritt weiterentwickeln. Bei dem Gericht habe ich auch immer so diesen Phönix aus der Asche im Sinn. Ja, also es könnte schon sein, dass du in dieser Seelenverbindung vielleicht längere Zeit schon durch eine schwierige Phase gehst. Und jetzt kannst du diese wunderschöne Vollmondenergie dazu nutzen, hier wirklich eine Entscheidung für dich selbst, für dein eigenes Wohl zu treffen, dich aus jeglicher Abhängigkeit befreien und wie es der Page der Stäbe hier vormacht, wirklich loszugehen, neugierig zu sein auf das, was kommt, ja, und das Alte hinter dir lassen. Wow, wir schauen uns noch die Unterseite des Decks an. Ja, wunderschön, die Liebenden, da geht's um eine Entscheidung für dich selbst. Das ist im Übrigen eine der Seelenpartnerkarten im Tarot. Und du siehst hier auf der Karte dieses Paar und die beiden halten sich nicht an den Händen. Ja, denn diese Karte ist von der Energie her nämlich ein Ausdruck dessen, dass du eine Entscheidung für dich selbst treffen darfst, wenn du in einer Verbindung zu einem anderen Menschen das Gefühl hast, hier lässt du federn, ja, hier
lässt du Energie, hier geht es dir nicht gut. Insbesondere wäre das jetzt sehr stimmig, wenn sich ein anderer Mensch nicht für dich entscheiden kann. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, vielleicht ist es etwas in einer Freundschaft, vielleicht ist es aber auch eine Wunschpartnergeschichte, dass du einen Menschen in deinem Leben hast, mit dem du gerne in einer Beziehung wärst, ja, aber dieser Mensch, warum auch immer, kann sich, möchte sich nicht für dich entscheiden. Das ist im Prinzip nicht ausschlaggebend. Wichtig ist die Tatsache, dass du hier möglicherweise schon längere Zeit darauf wartest, ja, und dann wäre es jetzt für dich wichtig, eine Entscheidung für dich selbst zu treffen, im Sinne dieser Stabkönigin, dich also zu befreien aus einer, ja, vielleicht existierenden Warteposition. Ja, da kannst du dir mal die Frage stellen, ob du vielleicht auf etwas wartest, von dem du überhaupt nicht weißt, ob es jemals passiert. Ja, diese Frage habe ich mir damals in meiner Warteschleife ganz oft gestellt. Ja, ich habe mir immer gedacht, ja, ich warte und warte, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob das, worauf ich warte, überhaupt jemals eintritt. Und das ist dann schon sehr desillusionierend. Und damit stärkst du aber dein Selbstwertgefühl, ja? Weil wenn du dann mal wirklich in dich gehst, dann wirst du dir auch vielleicht darüber bewusst, dass es eventuell verschwendete Lebenszeit sein könnte, wenn du in einer Warteschleife bist und darauf hoffst, dass ein anderer Mensch eine Entscheidung für dich trifft. Ja, also da geht es darum, die Entscheidung für dich zu treffen und zu sagen, ich werde mich aus dieser Phase jetzt befreien. Ich werde wie Phönix aus der Asche emporsteigen, als wundervolle Stabkönigin, als wundervoller Stabkönigin, König und mich auf meinen eigenen Weg machen. Und zwar mit offenem Herzen und mit großer Neugier, was mich denn jenseits dieser Warteschleife vielleicht erwartet. Ja, meine Lieben, ein tolles Reading, wie ich finde, und unglaublich passend zum Vollmond im Schützen. Ich hoffe, es hatte ein paar hilfreiche Impulse für dich. Ja, wenn du noch Lust hast, sei heute gerne dabei. Wir werden die Stabkönigin kreieren oder den Stabkönig. Das könnte eine wunderschöne Zielenergie für unsere Session heute sein. Ja, und da wird es wirklich um sehr detaillierte Dinge gehen, die du dir für dich als Vision kreierst. Und du kannst dir das wie den Schützen vorstellen. Ja, wir spannen sozusagen Pfeil und Bogen. Wir richten uns auf ein Ziel aus, lassen dann den Pfeil auch los und schicken eine Vision ins Universum, die sich dann mit Hilfe dieser wundervollen Vollmondenergie manifestieren wird. Ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Vollmondtag. Wie immer schicke ich eine ganz liebe Umarmung und morgen komme ich zurück mit einem Reading für das anstehende Wochenende. Bis bald, meine Lieben, eure Uli. Tschüss.